Okay. Stimmt, da war doch noch was. Also ist das dieses blöde Arschloch da, dieser Halbblinde? Okay. Mach weiter, genau. Komm schon. Wir warten jetzt wer? Also der ihn runtergedrückt hat, der war jetzt der Richtige, ja? Der hat nämlich keine Tattoos. Blick gerade nicht so richtig durch. Was? Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch dort, dieser Typ. Ich würde sagen, nicht nur er. Komm schon! Weg hier! Hat er seine Freundin jetzt einfach vergessen, oder was? Und ich muss sagen, das war eine gute Idee, ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja, ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das... Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Alex! Julia! Ich muss die anderen finden. Irgendwas. Treibt Spielchen mit mir. Ja, komm, nimm an. Hallo. Das ist eine Übersichtskarte. Wasseraufbereitungsanlage mit Feldnotizen von Warrant Officer Knight. Okay. Vielleicht damit er da irgendwo hinkommt. Ah.
Welche Richtung gucke ich ihn jetzt? Ach so, da. Okay. Oh shit. Das ist schlecht. Die Duke? Niemals. Unmöglich, das kann nicht sein. Okay. Nee, ich will das davor haben. So, Blatt 19. An leitende Offiziere. Mission, Mann über Bord. Voller Stopp, Anker werfen. Um 01:28 erhielt ich die Nachricht, Mann über Bord. Informieren Sie alle Einheiten unter Ihrem Befehl und bereiten Sie eine Such- und Bergungsmission vor. Okay. Ich da jetzt dran rappel, schauen wir mal hier eben noch. Vierzehnte Armeedivision an alle Offiziere. Captain Ford hat den Befehl ausgegeben, dass der Konsum von Alkohol während dieser Reise streng verboten ist. Jeden Offizier, der im oder außer Dienst Alkohol trinkt, erwartet das Kriegsgericht. Eure Alkoholrationen werden nachträglich ausgegeben. Oh, das ist doch cool. Aber ernsthaft, die haben Alkoholrationen? Okay, guck mal erst nochmal hier. Oder ist das jetzt nur das Ding? Ach, das ist gar nicht die Tür, ne? Okay. Spielchen, Mann. Es treibt Spielchen. Muss die anderen finden. Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Okay, Spielchen. Hallo, geht auch hin. Bin ernst jetzt. Dann wohl der Alkohol, denke ich mal. Es passiert nichts, okay. Mit Lars Worten Taten folgen hat er es wohl nicht so. Ja. Ach, das war die Kapitäns Kombüse. Na, ja, da war gerade was. Komm, ich habe gesehen, dass du es gesehen hast. Nee, klar. Irgendwie erinnert mich das alles so sehr ans Geisterschiff. Also an den Film. Kann man das hier irgendwie... Nee, ich will das... Genau, und jetzt... Kann man nicht auf den Kopf stellen? Nicht mal warm. Hm.
Da läuft ein Geist rum, okay. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Absolut. Oder doch nicht? Guck lieber, was hinter dir ist. Doch, ich muss. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Oder mit dem Ding. Könnte das sein? Hat immerhin etwas Gewicht. Genug für die Tür. Nein! Oh. Ich hab's wieder nicht geschafft. Nein, das war... Oh, scheiße, ey. Er sollte sich ja richtig verstecken. Scheiße. Okay, ich hätte vielleicht doch lieber rennen sollen. Aber ich dachte ja auch, dass der sich irgendwo im Schrank versteckt, der Idiot. Ich die alle einfach sterben lassen. Ist das dann zu Ende? Er ist hier! Was ist denn, Prinzessin? Liebst du mich etwa nicht mehr? Bewegung! Ich meine, habe ich jetzt mal die richtige Taste gedrückt. Julia! Was zum Teufel? Mach sie auf!
Nein, ich habe S gedrückt. Tu nicht so, als ob ich es nicht gedrückt hätte. Wow! Fliss! Gott sei Dank! Ja, ich bin's. Und jetzt los! Himmel! Hier ist es nicht sicher. Ja, dann haben wir jetzt alle, ne? Der eine ist ja schon tot. Entschuldigung. Sind wir sicher? Nein. Ich glaube... Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. Das sagen sie in Horrorfilmen immer, kurz bevor sie abgeschlachtet werden. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Nö. Nun sind sie noch einer weniger. Wieso noch einer? Und was ist mit Conrad? Er oder er, sie wären besser weniger sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Nö. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund, nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald.